Welcome to No Showing. No Showing. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer behauptet, dass Win 11 mal eben so aufgespielt werden kann, nein, geht's nicht. So, wir arbeiten dran. Wir haben auch viele Videos schon durchforscht, weil viele, ja, halt Nerds sind, also Menschen, die nur damit zu tun. So, wir sind natürlich auch involviert, aber da unsere Zeit so knapp, können wir nicht mal eben ein Nerd sein und dann loslegen wie so ein Weltmeister. Wir müssen uns natürlich auch vorher informieren, ob wir überspielen, ja oder nein. Möglich ist, vollwertig Win 11 aufzuspielen. Wir sind auch, oder es ist möglich, Win 10 so zu adaptieren, dass es Win 11 wird. Und dadurch verändern sich viele Features und es ändert sich natürlich auch die Handhabung und einige Programme sind plötzlich nicht mehr vorhanden, weil halt Win 11 anders funktioniert, anders konzeptioniert und anders auf den Weg gebracht worden ist von Microsoft selbst. Richtig, Microsoft selbst hat es verändert. So, wir wollen unbedingt Win 11 haben, weil wir damit gerne experimentieren möchten. Wir arbeiten daran, wir haben halt Altrechner, die halt 10, 12 Jahre alt sind, trotzdem immer noch den Intel-Chip i7, i5, i3 haben, aber die Motherboards keine Hardware haben, die halt gebraucht wird, aus welchem Grund auch immer. Natürlich könnte man jetzt versuchen, alles zu öffnen, die Motherboards abzulesen, was haben wir denn da für Motherboard, und für dieses Motherboard könnten wir dann, tun wir aber nicht, weil 15 Rechner im Betrieb, sie laufen, sie funktionieren. Und Win 10 funktioniert auch wunderbar. Auf jedem Rechner funktioniert einwandfrei Win 10. So, und das schon seitdem es Win 10 gibt. Wir haben alle Updates, wir haben die neueste Variante von Win aufgespielt. Wir haben so viele Zusätze bekommen, nur Win 11 halt nicht. So. Unsere Spezialisten arbeiten jetzt dran, weil wir wissen jetzt nur nicht, was wir da machen sollen, weil die Zeit reicht nicht aus. Wir können uns jetzt nicht hinsetzen und wir sind keine Nerds. Fachleute, sagt das Wort schon, arbeiten anders wie welche, die Nerds sind, die da rumexperimentieren, Spaß haben, programmieren und in die CPU rein und übertakten und was weiß ich nicht alles. So. Wir halten uns halt immer an die Linie, die nennt sich Richtlinie. So, an der Richtlinie orientieren wir uns und wir machen nichts anderes, weil wir gar keine Zeit hätten, jetzt für irgendeinen Kunden eine Übertaktung zu programmieren oder Win 11 so zu programmieren, weil ein Kunde, also unsere Kunden, damit nicht umgehen können. So, und deswegen machen wir das nicht, um das mal zu erklären. So, was ihr da macht für euch zu Hause, ist ja auch alles okay, ist ja alles legitim für euch zu Hause. Ich würde jedem raten, nicht für irgendeiner fremden Person, die ihr überhaupt nicht kennt, irgendwelche Installationen mit einem Computer vorzunehmen, wenn ihr nicht in Regress kommen möchtet, weil ihr programmiert einem Kunden, der damit arbeiten muss. Ihr wisst nicht, wie er damit arbeiten muss. Und wie stark. Er ist also kein Nerd, der spielt und macht. Er kann auch kein Motherboard einfach lose im Raum hängen und daran rumarbeiten und all solche Sachen. Das geht nicht. So ein Kunde arbeitet und ein Kunde möchte, das sagt das Wort schon, Kunde, möchte irgendetwas und er möchte es so. Punkt. So, wir arbeiten jetzt dran, mit Win 11 zu arbeiten, mit wirklich 12 Jahre alten Computern, die auf ihren Motherboards, wir haben alle getestet, das nicht haben. So, die haben dieses gewisse Modul nicht. Die Firma Amazon bietet uns natürlich alle an, sind natürlich verschiedene und wir haben jetzt keine Zeit, jeden einzelnen Rechner zu öffnen hier. Könnten wir, vielleicht machen wir das sogar. Aber ich werde den Teufel tun, jetzt 10 Module für 1000 Euro zu kaufen, weil mittlerweile die Preise da explodieren. Wir müssen schon schmunzeln. Also Win 11 ist so eine Art Kauf, Kauf, Kauf oder Bau, Bau, Bau oder Kauf neu. Eins von den dreien. Ne? Also selbst rumbasteln,
selbst Umwege gehen, aus Wind 10, Wind 11 machen und all solche Sachen. Es müssen Parameter gezogen werden, es müssen Parameter eingestellt werden, geht ja gar nicht anders. Das ist halt so, war schon immer so. Egal welchen Rechner wir früher hatten, wir mussten andauernd irgendetwas machen. Man konnte nicht mal eben so, yuppie, wir machen. Damals waren die Rechner ja noch älter, ja, viel, viel älter. So, wenn die aus dem Jahr 89, 86 und 99 und so weiter, so die wären ja wohl heute nicht mehr kompatibel, ja. Und wir haben, wie gesagt, die allerneuesten zwar, aber wir kennen unsere Motherboards nicht, weil wir die Motherboards jetzt nicht irgendwie, wenn überhaupt wir Motherboards kaufen, ist klar. Wir könnten jetzt 15 neue Motherboards kaufen nach den allerneuesten Richtlinien. Wir würden dann also wirklich die gesamte Config durchlesen, was hat denn das Motherboard alles, und dann eben die Hardware, die wir dann über haben, dort implantieren, aufsetzen und dann Win 11 aufspielen. Aber warum? Warum sollten wir das? Also, wir zeigen euch, ob es wirklich bei uns funktioniert hat. Wir sind keine Nerds. Ja? Wir haben auch nicht diese Zeit, um ein Nerd zu sein, stundenlang da rumzuwieseln, da rein, dort rein, hier rein, da und was weiß ich nicht alles. So, ich bedanke mich auf diesem Wege, aber bei den Nerds, bei den jungen, sehr jungen Damen und Herren, die uns zeigen, wie man mit Win arbeiten könnte. So, wir haben auch einen sehr jungen Herrn da bei Win gesehen, was dann plötzlich nämlich alles weg ist bei Win 11. Da kann man nicht mal eben so klicken, da klicken, nee, ist nicht mehr da. So, wir überlegen halt, einige Rechner mit Win 11 auszustatten, damit wir auch feststellen, lohnt es sich irgendwann, wenn es möglich ist, denn April 2022 soll ja die Software für verschiedene Modelle auf den Markt kommen. So, man hat uns gerade durch irgendeine Firma Win 11 für 19,99 € angeboten, keine Ahnung. Wenn, dann wollen wir natürlich Win 11 64 Professional, wenn überhaupt. So, also, ich werde berichten, ich werde euch auch die Rechner zeigen, wenn darauf Win 11 laufen sollte. Mein Kollege arbeitet daran, der macht gerade den Stick fertig, aber auch er hat gerade festgestellt, weil wir haben wohlgemerkt nicht so viel Zeit. Wir haben unsere Kunden und wir müssen unsere Kunden bearbeiten, aber wir haben unseren Spaß mit Win 11. Wir wollen sehen, wie wir unsere Win 11 überspielt bekommen. Weil wir sind es natürlich auch gewohnt, dass wir immer dem Kunden direkt, also ein Kunde würde so einen Spaß jetzt nicht bekommen. Ein Kunde würde hundertprozentig ein Motherboard bekommen mit der Hardware, die da benötigt wird und allem drum und dran. So, jeder kann überprüfen, ihr geht auf euren Rechner, fahrt ihn runter und dann drückt ihr auf Neustart. Ja? So, Neustart, Shift-Taste festhalten und dann springt ihr ja um. Und dann seht ihr an der Hand des blauen Bildschirms, was ihr wirklich tatsächlich, so. Und wenn auch wirklich tatsächlich dieses TCMP 2.0 und wie es alles heißt, auftaucht, dann habt ihr es. Dann klickt da an und ist gut. Dann habt ihr die neuesten. Aber an alle anderen, die seit 12 Jahren einen Rechner haben und mit dem Rechner arbeiten und glücklicherweise auf diese Rechnern überall Win 10 aufgespielt haben, ohne Probleme, wissen Bescheid. Man kann diese 10er Version auch adaptieren in 11. Man muss sie jetzt nicht neu konfigurieren, neu drauf schreddern und neu machen. Man muss natürlich alles frisch haben, ist klar, jede Festplatte oder jeder USB-Stick sollte free sein, formatiert sein, somit kann man das dann aufspielen, ist klar. Weil es ist halt so. Man sollte 8 GB haben. Windows 11 braucht 4, so und so viel GB, um sich dann auszubreiten. So, das wollte ich einfach mal gesagt haben. So, wir sind keine Nerds, wir haben keine Zeit zu experimentieren. Wir können nicht einfach den Rechner tagtäglich in unserem Kopf haben, was man damit alles machen könnte, weil wir halt sehr viele Anwender haben, User genannt, diese Anwender wirklich tatsächlich nicht. Sie haben verschiedene Softwaren, sie haben verschiedene Motherboards, sie haben verschiedene Handys, worauf wir achten müssen. Huawei macht es so, Samsung macht es so,
ISO macht es so. Ja, also Apple. Ja, ist so. Und deswegen sage ich noch einmal, no showing. No showing. Nicht no, sondern now. Ne? Also, jetzt schauen, wie wir versuchen. Wir versuchen es. Ja? Wir sind keine Nerds. Wir können nicht einfach mal da drücken, da drücken, da. Ey, es läuft. Ja. Nee. Alle die da. Ey, Leute, du kannst das nicht. Ey, Alter. Nee, die können wir nicht gebrauchen. Okay, wir sind vernünftig und hätten auch gern vernünftige und nicht die schrägen. Okay? Ist das okay? Ist das legitim? Ich hoffe.